Hallo, kennt ihr den noch? Das sind die Stufen hoch zu Radahn, den wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Na, es war erstmal so ein kleines Kennenlernen unter alten Freunden. Und jetzt müssen wir mal so langsam anfangen, Fortschritte zu machen gegen den. Ich war gestern schon so ein bisschen auch vom Gehirnsaft her müde und konnte gar nicht mehr so viel lernen. Das ist heute anders. Wie gehen wir rein? Ich habe jetzt hier, was habe ich hier, den Heiligschaden, weil er macht ja irgendwann dieses, so ein bisschen auch Zauberei-Action. Dann haben wir natürlich diese Blutverlustgeschichte, Resistenz gegen körperlichen Schaden. Das haben wir auch, um diese fette Rüstung tragen zu können. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles reicht. Irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, wir sind kurz davor gewinnen zu können, dann würde ich nochmal so Runenbögen auch mit reinlegen. Weil ich denke, die können uns ja auch vielleicht noch helfen. Ja, aber für den Moment sind wir, glaube ich, noch nicht stark genug. Deswegen einfach rein und loslegen. Gucken, was passiert. Oh fuck. Okay. Ich sehe gerade überhaupt nichts gesehen. Warten Sie bitte. Kurz. Nee, nee, nee. Oh. Ja, na gut. Hör doch einfach mal die Brille absetzen. Vielleicht geht das besser. Ah, der ist schon krass, oder? Der Typ. Kann man jetzt nichts gegen sagen. Sehr dumm. Dumm. Na gut. Egal. Wir lassen uns hier nicht. Ich hatte vergessen, die Schwerter hier in den Sand zu stecken. Und da wollte ich das gerade nachholen, das war eine dumme Idee. So, den hier nämlich, den hatte ich vergessen. Rein damit. So, jetzt. Wozu habe ich diese Scherbe von Alexander dabei, wenn ich das nicht nutze, ne? So, komm her, jetzt let's go. Timing ist komplett off. Vielleicht sollte ich mir. Ah ne, man braucht das. Man braucht den Sound. Ich habe überlegt, ob ich mir irgendeinen eigenen Soundtrack auf die Ohren baller. Irgendwas Episches. DJ Ötzi oder so. Und dann vielleicht mit eigener. Aber man muss ja immer auch so ein bisschen hören. Man muss den Boss ja auch hören. Keine gute Idee. So, komm her jetzt. Okay. Ja, ist nicht so schlecht, der Typ, oder? Einfach noch überhaupt nicht im Timing. Hab über Nacht alles verloren. Egal. Wir machen das jetzt erstmal genauso weiter. Das
Problem ist gerade, dass ich das Timing nicht drauf habe und nicht irgendwas anderes. Das liegt nicht an meinem Setup. Das liegt einfach nur an meinem Kopf gerade. Guck mal hier, das ist krass. Den habe ich vergessen. Oh no! Ah, ich glaube, da muss ich besser in ihn rein. Na gut, jetzt haben wir ihn wenigstens ein paar Mal getroffen. Was ich mich wirklich gerade frage, ist, vielleicht wisst ihr das. Exakt das wollte ich gerade fragen. Sun Adler. Ich wollte gerade fragen, ob die Scherbe von Alexander was bei der Felsklinge bringt. Und ich bekomme mir gerade die Information zugesteckt, die bringt nichts bei Felsklinge. Weil die Scherbe von Alexander verstärkt ja meine Fertigkeit, die ich sozusagen auch mit der Klinge bekomme. Und da hatte ich jetzt hier diese Dingsbums draufgesetzt, diese Felsenklinge. Und ich weiß überhaupt nicht, ob die, ob das so viel bringt tatsächlich. Aber jetzt kriege ich hier die... Ah, okay. Schade, die bringt gar nichts. Das heißt, ich kann die komplett rausnehmen. Was aber eine Menge bringt, ist Hanky Dory und Lissy. Vielen Dank für den Support. Leute, dann nehme ich die mal raus. Ich bin einfach mal fast eine Woche an ihm gehangen, ohne auch nur einen Fortschritt zu machen. Danach hat es Klick gemacht und auf einmal ging es richtig geiler Boss, sagt Hanky Dory. Hab gestern 2 Stunden dran gesessen, heute geht's weiter, sagt das Salga, ja. Okay, also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das das Smarteste ist. Ich erzähle euch nochmal meinen Gedankenprozess mit der Rückhandklinge. Also, ich mag die ist sehr, sehr schnell. Und die Idee ist, dass ich natürlich dann mehr Schaden pro Schlag mache, wenn ich sie auf Felsenklinge setze. Weil das, was ich da vorher drauf hatte, diese Bewegung... Also ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, schneller Schnitt oder whatever, irgendwie so, wo man halt so nach vorne prescht zur Seite und versucht, ihm in die Flanke zu fahren. Ich glaube, diesen Spell, diese Fähigkeit werde ich einfach nicht so oft nutzen, weil ich nicht genau weiß, wann soll ich die nutzen. Vielleicht gibt es irgendeinen Moment, wo das komplett alles verändert und man sich aus irgendeiner Situation richtig geil mit befreien kann oder irgendwas, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich muss ihn eher ganz klassisch einfach lernen, seine Patterns lernen, an ihm dranbleiben und so weiter. Und da war der Gedanke, dann nehme ich eine andere Asche, die mir ein bisschen mehr Damage-Output vielleicht gibt auf die Schwerter, weil ich die Schwerter grundsätzlich eigentlich gut finde. Toter Winkel heißt die genau, ist auch gut zum Ausweichen mit Iframes, ja. Und Blindspot hilft immer. Ja. Naja, ihr wisst, aber ihr versteht vielleicht meinen Grundgedanken, den ich jetzt da hatte. Und deswegen macht es natürlich jetzt keinen... Ich habe ja die Scherbe gar nicht drin, sehe ich gerade. Ich habe ja die Scherbe gar nicht drin. Ich habe einfach überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe die Scherbe gar nicht drin. Ich habe völligen Quatsch erzählt. Alles, was ich gerade gesagt habe, könnt ihr einfach komplett vergessen. Ich habe die gar nicht drin. Und zwar gestern dann auch schon nicht. So. Heilfalle. Ja, komm. Oh, das war gemein, dass er da noch einen hatte.
aus. Fuck, oh, das ist jetzt mein Tod, richtig? Ich weiß nicht, wie ich aus der nochmal richtig rauskomme. Oh, das hat funktioniert aus irgendeinem Grund. Jetzt müssen wir Phase 2. Erste Mal für heute. Ich geh einfach mal rein. Und jetzt. Ah, das war eine dumme Idee. Kommt man da noch weg? Wie weit muss ich weg? Oh, warum? Alter Schwede, du mieses Schwein, Alter! du miese Type. Alter Schwede. Wenn du deine Klinge wertig machst, kriegst du S-Scaling für Max Damage. Dann kannst du noch ein Fett oder Zauber benutzen als extra Buff. Ja. Das ist auch eine Idee. Ich will aber natürlich eigentlich die Blut-Damage behalten. Also wir haben jetzt ja, wie gesagt, da haben wir jetzt noch Blut drauf. Ich müsste dann, glaube ich, so Fett auf die Klinge machen, um den Bluteffekt dann aufrechtzuerhalten, ne? Backhand Blade hat kein Bleeding, ohne Affinity. Ja. Vorher hatten wir... Was hatten wir vorher? Das... toter Winkel hatten wir drauf vorher, genau. Ja, jetzt haben wir natürlich Geschicklichkeit, das skaliert hier gerade mit... Ja, ich weiß nicht, ob das das Smarteste ist, um ehrlich zu sein. Ja, fertig skaliert es mit S. Da haben wir zwar blutig drauf, machen wir natürlich nicht jetzt so viel Damage, ne? 500, nicht ganz. Skaliert Geschicklichkeit mit B. Wenn wir auf wertig, nee, auf solide gehen, skaliert es mit S. Machen wir deutlich mehr Damage. Sind wir bei 532. Naja, so viel mehr ist es auch nicht. Aber dafür machen wir dann halt... Machen wir dann überhaupt noch Blutverlust? Blood Flame Blade. Bleeding macht 300.000, das sind ja 3 Millionen, was? 300.000 Procs, meinst du, ja, okay. Die Klingen machen nur Blut mit der Blutig-Affinität, ja. Toter Winkel plus Blutig hat mir den Sieg gebracht, sagt Paddle. Ja, man muss halt dieses toter Winkel dann auch richtig einsetzen, ne? Das ist halt genau das Ding. Und ich will es so ungern verschwenden. Quasi meine Fähigkeit verschwenden. Da muss ich die richtig auch nutzen. Und dann müssen wir auch auf blutig gehen, um den Bluteffekt zu behalten. Damage ist das gleiche. Könnt ihr auch auf... Was wir machen können, wenn wir jetzt... Wenn wir das so machen, kann ich dann da noch auf die Klingen was drauf machen. Dann wäre das natürlich ein super Damage, aber dann... aber ich mag dieses Buffen überhaupt nicht. Ich mag überhaupt nicht den... Warte mal, bleiben wir mal dabei. Aber dann muss ich wahrscheinlich wieder
eins rausnehmen. Aber was? Entweder das. Jetzt brauche ich ja eigentlich schon dann auch die Scherbe, ne? Von Alexander. Aber ich kann ja nichts davon, auf nichts davon so richtig verzichten. Ich glaube, wenn ich das wegnehme. Oder? Wenn ich jetzt die Scherbe statt dieses Dings nehme. Bin ich immer noch bei mittlerer Last. Naja, wir sind jetzt immer noch bei mittlerer Last, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die Frage ist, eher muss ich noch, was kostet das an, na, ich glaube ich muss, wenn ich es viel nutze, sollte ich eine zweite Flasche mitnehmen. Ja, also wenn ich es wirklich viel nutze, dann muss ich eine Mana-Flasche mitnehmen. Glaube ich. Sollten wir machen. Die Scherbe kannst du verzichten, weil die nur den initialen Damage bufft, der L2-Attacke. Du brauchst auch nichts gegen Heilig. Naja, ist das nicht in der zweiten Phase? Macht er da nicht Heilig Damage? Ist doch Heilig Damage, oder nicht? Aufgeladen. Was haben wir denn hier noch? Blocker. Zweihandwaffen, Abwehrfähigkeit, Pfeil und Bolzen. Es gibt hier leider nichts für. Also es gibt keinen Talisman für Zweihandwaffe, ne? Also nicht Zweihandwaffe, sondern, wie soll ich sagen, in jeder Hand eine Waffe. So, okay, aber gut, dann können wir das rausnehmen. Und wir sind jetzt ja immer noch bei mittlerer Last, also wir brauchen nicht unbedingt Gunst des Erdenbaums. Kriegen wir natürlich maximal erhöht die LP, Ausdauer, das ist schon auch geil, aber wir brauchen das Gewicht nicht unbedingt. Das heißt, wir könnten das zum Beispiel machen. Den Schildkröten-Talisman. Weil ich muss so viel rollen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Sollen wir es mal so probieren? Die Frage ist nur, wie. Wie setze ich jetzt meine Fähigkeit ein? Das ist die Frage. Einfach komplett keine Ausdauer mehr, das ist sehr tödlich. Ach. Einfach, okay. Komplett. Drei Schläge, zack, zack, zack. Innerhalb von 2 Sekunden aus dem Spiel genommen. Habe ich gerade original die Waffen nur in einer Hand gehabt, ne? Ich habe nie aufgepasst. Habe ich komplett nicht drauf geachtet. Das war eine dumme Idee. Habe ich komplett nicht drauf geachtet. Ja, ich weiß nicht, ob ich diesen SL2-Ding so krass finde. Mir fehlt noch so ein bisschen. Okay, was ist das? Da fehlt noch der richtige Moment, das einzusetzen. Warum machst du denn das jetzt? Warum kannst du so schnell wieder schlagen?
Oh, come on! Ich hab nicht einmal. Ich hab nicht das Zeitfenster, mich zu heilen. Der ist ja so schnell wieder am Combo spammen. Bap, 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 bap. Nee, danke, Nikola. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Warum dauert das Konsumieren der Flasche so lange? Das ist auch nicht lächerlich. Hier gewesen. Tot. Oh, also irgendwo nicht tot. Ja, sicherlich, der Typ ist krass. Ich brauche gar keinen Schaden mit dem Ding. Macht zu wenig Schaden. Ja, den letzten Angriff der Combo mit L2 können wir mal probieren und dann vielleicht nochmal. Kriegen wir vielleicht zwei Schläge unter, ne? Mal gucken, ob ich das machen kann. So, machst du jetzt was? Dumme Idee. Das war dumm. Das war einfach nicht gut. Ich hatte am Ende auch keine Lust mehr, den allein zu machen, hab die Mimik dazu geholt, sagt Keksib, ja. Parry mit Crit-Dolch, ne? Nee. Ich mache sehr wenig Schaden gerade, ja, das stimmt. Das ist, das ist gerade in der Tat ein Problem. Ich mache also der einzige Schaden, den ich mache, ist im Prinzip Blutschaden. Klar kann ich jetzt auf, also eine Alternative, die ich immer habe, ist zu sagen, ich gehe jetzt mal kurz umskillen, mache mir hier, ich habe ja auch sein fettes Schild, ne, das hier, gehe mal kurz auf Stärke 49, nimm das Schild, tank den, nimm dazu irgendeine schwere Waffe und versuch den zu tanken und hau dem immer dann einen Schlag mit irgendwas, keine Ahnung, wenn dann Stärke genug, kann ja auch irgendein irgend so eine Keule hier nehmen. Auch eine Option. Aber wollen wir das? Nee, oder? Okay, da hätte ich vielleicht.
Okay. Schattenbaum ist, glaube ich, was habe ich bei 17, glaube ich. Schildweg kann man mit einem Speerwaffe mit Bleeding machen, sagt Demestros, ja. Immer schön tanken und dann einmal so tschick, 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 tschick. Klar, das kann man natürlich machen. Aber komm, jetzt erstmal will ich den mehr ein bisschen lernen. Der macht kein Ende, ne? Können natürlich auch wieder zurück zu dieser Taktik. Eis und Blut zu machen. Das Blutkatana und das Eiskatana und dann immer ein bisschen hin und her. Ich muss ein bisschen auch konzentriert sein und Bock haben, den zu lernen. Das ist jetzt mein Mindset, was gerade auch mit mir ein bisschen entwickelt. Ich muss einfach mal gerade entspannt sein. Das nervt mich, dass er da einfach ohne Ende mich kontern kann. Das ist einfach nicht gut von mir gerade. Ich bin einfach nicht gut. Ja, gestern war ich schon deutlich besser. Das ist echt ein bisschen nervig, dass man das Gefühl hat, man macht kaum Schaden. Ist das noch zu probieren, Alter. Was? Nee, nicht mich drücken. Laber mich. Was? Nein, was ist das? Schlafe ich jetzt?
Hör auf! Ich bin unzufrieden. Mach das nicht, bitte. Sehe nichts. Ja, ich will nichts sehen. Man sieht einfach nichts. Kopfhörer zerfleddert. Ich habe immer so schwarze Plastikfetzen mittlerweile auf mir. Der Kopfhörer verabschiedet sich so langsam. Mal lieber ab. Kann ich da auch aus der Nummer rauskommen? Boah, ja. Boah, das ist ja völlig lächerlich. Das ist ja überall. Senseless, vielen Dank für den Support. El Schlavo, Terry Toby. Das finde ich gut. Dankeschön. Thank you, Dory. Keine Ahnung, wie lange dieser Trank, ob der nicht vielleicht sogar in der zweiten Phase besser ist. Ich weiß nicht genau, wie lange der anhält.
Ich lauf so schnell, die Füße tragen nach Neugraben. Fuck. Okay. Au, au. Okay, wir sind... Why? Why? Tell him that it's human nature. Why? Why? Okay, okay, okay. Also, so viel zur Frage, ob ich diesen Blitztalisman brauche. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt relativ unmöglich. Da war er pisst. Da war er, weil da habe ich ihn in die zweite Phase gebracht und das hat er jetzt, fand er sehr unangenehm. Lalalalalalala. So, ich überlege jetzt Folgendes. Nee, ich habe keine Zeit. Ich habe einfach für nichts Zeit in der zweiten Phase. Ich muss das jetzt nehmen und versuchen, die erste schnell zu beenden. Indem ich einfach ein bisschen offensiver bin. War echt zu früh mit meiner Attacke. Wie komme ich aus der Nummer raus? Er zieht mich ran. Ich muss halt die Rolle so timen, dass ich seinen Schwertern ausweiche. Also er zieht mich ran. So, dann nimmt er die Schwerter hoch. Dann gehe ich rückwärts. Und in dem Moment, wo er schlägt, muss ich ja erstmal dem Schlag ausweichen mit einer Rolle. Aber dann komme ich nicht weit genug weg. Wenn ich früher rolle, ist das Problem, dass sein Schlag mich wahrscheinlich erwischt. Weil ich dann direkt wieder aufstehe in dem Moment, wo der Schlag kommt. Das heißt, das Zeitfenster ist sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt, vielleicht schaffe ich es, wenn er mich ranzieht und wenn ich irgendwie Rollen spam und direkt, vielleicht geht's dann. Aber wenn ich warte auf den Schlag, komme ich aus diesen Stalagmiten nicht mehr raus. Das ist nicht so einfach. Verrafft. Das war jetzt, das ist ja komplett absurd. Das war jetzt ja noch okay, aber ich kann trotzdem den Schaden nicht verhindern. Ah, das war der Zweierhieb. Da muss ich nach vorne. Da muss ich in ihn rein. Das ist halt... Also, Setup soll ich zeigen, wird dir gewünscht. Das ist mein Setup. Ich habe Ausdauerregeneration, Drachenschild, Talisman, natürlich Jubel des Blutes, logischerweise, und den goldenen Zopf für die zweite Phase. Okay.
Wir probieren mal. Okay, komplett wieder aus dem Timing raus. Kann das passieren? Das ist so unnötig. Ich war zu langsam. Ja. Ja. Einmal raus, aus dem Rhythmus. Willst du nicht mit Anrufung spielen? Nee, Alexander, wir spielen ohne. Wir haben jeden Boss ohne gelegt. Das hat Tradition. Das machen wir immer so. Wir machen keine Summons, keine Aschen. Und das hat irgendwie so eine sich selbst auferlegte Schwierigkeit, die einen Ursprung in fernen, vergangenen Zeiten hat. Und seitdem, wie das ist mit alten Traditionen, keiner weiß mehr, warum man sie macht. Und man macht sie dann dennoch. Okay, das ist einfach mein Tod jetzt. Lalalalalalala. Das ist alles eine Konzentrationssache. Die erste Phase ist eine reine Konzentrationssache. Und ein bisschen Glück, was er spammt. So. Jetzt habe ich mein Gewürz nicht genommen. Das halt jetzt so. Das war gemein. Jetzt macht er das Feuer. Das war gemein. Das war nicht fein. Nice Timing, einfach komplett verkacktes Timing. Ja. Oh. Ich muss einfach ein bisschen. Mich besser konzentrieren. Kein gutes Timing. Selbst verschuldet. Niemand hat die Schuld, außer mir. Deswegen muss ich das schultern. Die Schuld schultern. Auch hier drei Treffer, ne? Weil ich das Timing nicht drauf habe. Und auch völlig unnötiger Einsatz des toten Winkels da. Okay, das war einfach komplett, einfach von vorne bis hinten alles falsch, was ich gemacht habe. Ich habe nicht alle Skadu-Teile. Ich habe, wie viel habe ich denn überhaupt? 17. Wie viel gibt es denn? 20, habe ich immer gehört. Ist natürlich auch ein bisschen dumm, ne? 17 statt 20. Auch wieder so eine selbst auferlegte Dummheit. Warum erwischt er mich? Ah, fuck. Oh,
geil, ist das geklappt. Fuck! Und dann komme ich da nicht mehr weg. Ach. Lalalalala. Die Kurve ist nach dem 12. oder so auch relativ flach für die Blessings. Okay. Das ist nicht so ein Riesenunterschied, aber ist natürlich schon besser, wenn man 20 hat, oder? Hilfe. Nein. Ja, falsch gemacht. Ja, komplett alles falsch gemacht. War halt einfach komplett falsch. Aber das Hüpfen ist gut. Hätte ich auch heilen können, aber ich wollte ihm welche geben. Gute alte Gier. Nee, das ist einfach so eine Trotzgier, weil ich das nicht einsehe. Wenn der mich so oft haut und ich immer nur am Ausweichen bin und so, dann hat man so ein... Ich habe dann so einen Trotzmoment, wo ich denke, ist mir scheißegal. Ich muss dich jetzt hauen. Das ist einfach... Ich muss dir auch eine geben. Auch hier wieder komplett. Lala, springen wie ein Känguru. Warum hat das nicht geklappt? Ah, das ist teilweise echt frustrierend. Boah, 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 boah. Mein Problem ist, ich bin nicht gut im Timing drin gerade, das ist alles. Er trifft mich viel zu oft. Das ist komplett hausgemacht. Wieso treffe ich mit dem Schlag dann nicht? Wieso treffe ich nicht mit meinem schlitzenden Schlag in dem Moment? Ich bin ausgewichen und ich wollte dann die letzte Attacke, wenn dieser Erdaufwühler kommt, nach seiner 28-fachen Combo, wollte ich quasi die letzte Attacke mit meinem toten Winkel ausweichen und dann ihm noch einen geben. Aber der tote Winkel trifft einfach nicht. Und das ist eine Frechheit. Das hier, das geht direkt in die nächste Kombi. Der hat gar kein Cool, der hat überhaupt kein Cooldown. Er hat kein Cooldown. Er macht einfach weiter. Er hält gar nicht an.
gar nicht so schlecht. Nicht gut gemacht von mir! Warum lebe ich noch? Man weiß es nicht. Das ist einer dieser Bosse, wo man wirklich einfach auf seinen Verstand Acht geben muss, wo man das Gefühl hat, man dreht durch, der will, dass man durchdreht, das ist seine eigentliche Waffe, ist der Wahnsinn. Das ist so ein Balken, der sich in einem selber auffüllt, so wie wenn man so einem Giftteich ist oder so, wenn man dann so einen Giftbalken hat. Nein, das war, es ist gemein. Ich bin richtig geil gerollt. Das hat ihm auch überhaupt nichts ausgemacht gerade. Ist ihm völlig egal gewesen. Warum treffe ich ihn da nicht? Das ist einfach zum Kotzen. Ich habe so eine richtig gute... Ja, genau, deine Mutter, ey. Das ist einfach so zum Kotzen. Lass mich einfach in Ruhe. Einfach, ey, es ist einfach komplett lächerlich. Es ist einfach, dieser Boss ist, ich meine, ich habe ihn ja wirklich diverse Male in Phase 2 schon gehabt. Ich weiß ja, dass es machbar ist und ich weiß, dass es auch zu einem großen Teil einfach an mir liegt, aber ich finde den trotzdem einfach gerade echt frech. Hier, warte, wo bist du? Tausendwasser, du checkst die das Setup nicht, aber meine Schwerter haben Bloodloss. Die haben Bloodloss und die sind sehr schnell. Und guck dir das an. Rein theoretisch, wenn man das gut macht, kann Bloodloss hier schon was Gutes ergeben. Man muss halt mach mir das Leben selber schwer, ja. Das stimmt in mehrfacher Hinsicht. Komm, auch das wieder einfach schlecht von mir, einfach richtig schlecht. Ich habe schon beim letzten Schlag aufgegeben. Lalalalalalala. Schnell hinfort. Von diesem schlimmen Ort. Au, 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 au. Mehrfach Hit.
sehe nichts. Verstehe nicht, was geschieht. Zu viel Action. Spreng doch wie ein Champion! Mach doch nicht sowas! Zweimal hintereinander! Der macht einfach zweimal hintereinander diese Gravitationsgeschichte da. Ich glaube, eine Consecutive Blow Talisman habe ich, glaube ich, gar nicht. Bist du der nicht? Oh, Alter, da bist du doch. Wo ist der denn? Habe ich sowas überhaupt? Das sind Resistenzsachen. Sowas eventuell, ich weiß nicht, ne? Wenn man viel Schläge macht, müssten ja auch eigentlich mehr. Naja. Du machst keine kritische, ne? Nee. Lololol. Natürlich habe ich mal den ja besiegt. Hallo? Alle besiegt. Warte mal Sekunde. Du hast das Safe schon mal gespielt, Florentin. Ja, der ist mega gut. Gerade weil du auch vorhin noch gerade hast. Hast noch nie einen Controller benutzt, das stimmt doch alles gar nicht. Hey, Florentin ist so eine Mischung aus, ist auch bei Dark Souls auch so. Aber aus und genial und niedrigen Erwartungen nicht. Inkompetent. Du bist so entspannt und man rein, weiß nicht, was man bekommt. So als würde er das mit jeder Sekunde neu auswürfeln. Also, was er gerade an Skill zur Verfügung hat. Und mit einem W20. Und es ist einfach alles möglich. Von totaler Inkompetenz zu unbegreiflichem Skill ist alles dabei. Schwierig für mich zu bewerten. So, ich bin wieder da. Ey, Simon! Das ist ja ein geiles Timing. Hallo Simon, was geht ab? Was läuft im Kretschland? Was machen die Geschichten? Wir ballern hier gerade gegen Radan. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist für irgendwen. Ich hoffe nicht. Der furzt jetzt wetten.
Ja, aber der Gedanke gefällt mir. Real Iggy schreibt, der furzt jetzt wetten. Mir gefällt der Gedanke, dass ein Streamer einfach, ein Streamer mit Magenproblemen, also Magen-Darm-Problemen, muss halt richtig doll furzen. Und windet sich die ganze Zeit und so. Und dann geht er irgendwann auf Pause. Und dann kommt da so ein richtiger, richtig mieses Ding. Aber er hat irgendwas, weil er hat nur den zweitbesten Nikola und der hat den Ton falsch eingestellt und dann. Man sieht ihn zwar nicht, aber der Ton kommt einfach. Egal, too much information. Los, ey. Wir gehen wieder rein. Simon hat mit einem NG Plus 6 gespielt? Was? Wie? Was? Warum? Simon hat das Spiel doch einmal maximal durchgespielt. Wo hat er denn... Hä? Nein. Ernsthaft? Simon spielt das Spiel mit einem NG Plus 6? Das ist ja fantastisch. Ey, Simon, ich muss ihn mal anrufen. Das ist so... Oh Gott, das ist ja so lustig. Das ist so eine typische... Das ist so eine typische Simon-Geschichte. Das passiert niemand anderem. Das ist komplett einfach eine hundertprozentige Simon-Geschichte. Das ist ja fantastisch. Er hatte mir halt auch noch geschrieben, dass das Spiel so scheiße hart ist und dass das überhaupt keinen Spaß macht. Und ich dachte schon so, ja, kommst schon noch rein. Aber er hat mit NG6 Plus mit 100... Oh Gott. Mit Level 190 NG6, nein. Das ist ja fantastisch. Und jeder Mob haut ihn aus den Latschen, okay. Das ist ja großartig einfach nur. Und das hat er jetzt gemerkt, ja. Das ist ja fantastisch. Ja. Na, zu früh. Da war ich einfach zu gierig. Ran an, kannst du 50 Milchschnitten essen? Natürlich, hallo? Lächerlich, zum Frühstück esse ich 50 Milchschnitten, hallo? Ich überlege tatsächlich, ob ich gleich mal einfach ein Schild nehmen soll und den ein bisschen tanken soll. Frank the Tank. Ich habe hier so Mittagssnacks. Wollen wir ab und zu mal so eine Teigtasche essen? So zwischendurch. Mit Tankbild blockst du halt alles weg, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen leichter auch, ne? Aber ich bin ja so ein Typ, der sich's immer schwer macht, warum auch immer. Weiß auch nicht, wem ich was beweisen will. Mir selbst. Euch. Ich hätte den ohne Großschild niemals geschafft, sagt Crystal Pep. Ja. Ey! Max! Hallo Henno, wie geht's dir? Geht's dir besser? Liegst du noch im Bett? Schaust random Streams? Ich bin wieder einsatzbereit ab morgen. Ja, nice. Das freut mich sehr zu hören. Aber war ja doch recht lange dann, ne? Eine Woche. Ja. Das ist doch super, dass es dir besser geht. War ein großer Spaß, Henno. Eine schöne Veranstaltung.
Nächstes Jahr bist du wieder dabei. Bei mir braucht es immer ein Weilchen, bis ich wieder fit bin, sagt Henno. Mhm. Ja, kenne ich. Ich hoffe, du hast schön Hühnersuppe und so ins Bett bekommen. Hilft es dir dabei zuzusehen, wie ich wiederholt abgeschlachtet werde? Gibt dir das den letzten Push hin zur guten Besserung? Das ist Heilung pur. Ja, ich bin gerade in so einer kleinen Sackgasse mit diesem Typ hier, der nervt mich massiv. Hast du es eigentlich selber gespielt? Weiß ich gar nicht. Also du hast Dark Souls gespielt, aber hast du das auch gespielt? Oh fuck, das war dumm. Ist doch was. Warum willst du denn nicht? Okay, jetzt ist mein Ende. Das war komplett dumm von mir gespielt. Ein Fehler. Dass ich das Heilen nicht aus irgendeinem Grund mit meinen Wurstfingern mich getriggert habe. Und das hat mich komplett rausgebracht. Der verzeiht keine Fehler. Ein wenig hast du. Ich weiß, dass du Dark Souls gespielt hast. Aber Elden Ring musst du dann ja auch mal. Oder warte mal, hast du nicht. Fuck, du hast Elden Ring. Nein, du hast es gespielt. Ich verwechsel das gerade. Du hast Dark Souls gespielt, als ich mal bei dir zu Besuch war. Du hast das Elden Ring komplett durchgespielt. War das nicht diese Nummer mit DJ Ötzi? Als der noch ein Lied hinter. Also der hat sich hinter dich gestellt und hat so lange gesungen, bis du den Boss besiegt hast? Warum nutzt du keine Buffs? Kein Flame Grant Me Strength, kein Golden Wow, kein Crystal Tear Flask. Ja, weiß ich auch nicht, weil ich, ich mag es einfach, mich zu quälen. Offensichtlich bin ich Masochist. Boah. Was machst du? Achso. Hauen wir den Radan weg. Ja, das ist komplett wieder aus dem Rhythmus. Wenn der erste Schlag trifft, treffen alle anderen auch. Ja, es ist. Wenn der erste Schlag trifft, treffen alle anderen auch. Das ist so krass. Wie mein Gehirn dann. Wie so ein Musiker, wie so ein Bratsche-Spieler, der in so einem Konzert ist und. Er hat zwar die Abläufe so halbwegs drauf, aber wenn er einmal wenn der erste Bratschenschlag auf den falschen Takt kommt, kommt er nicht wieder rein. Und ich sitze mit meiner Bratsche in diesem riesigen Konzertsaal, überall professionelle Musikerinnen und Musiker, und ich habe den ersten Ton nicht getroffen und danach jeder darauf folgende Bratschenschlag ist nicht mehr im Beat drin. Und alle gucken mich mega genervt an, aber meinem Vater gehört halt das Konzerthaus, deswegen können sie mich nicht rausschmeißen. So fühlt sich das an. Aber so eine Teigtasche ist immer sehr hilfreich. Kann man eigentlich... Wenn ich diese Gewürzmischung trinke, kann ich dann noch gleichzeitig so einen Runenbogen essen? Oder kann man nur eins von beidem haben? Pfeiffer, vielen Dank. Fischkutter Willi, vielen Dank. Ich kann beides essen, ne? Geht beides. Beides! Power auf beides. Let's go, Radan.
Fallen wieder. Ach. Da war es wieder, der letzte. Boah. Es steht immer noch zur Auswahl, umzuskillen. Ich finde, der Umskillen fühlt sich auch immer ein bisschen an wie eine kleine Niederlage. Wenn man jetzt irgendein Bild nimmt, von dem man sich erhofft, dass der Bild die Arbeit macht. Das ist eigentlich total bescheuert, so zu denken, weil das Spiel gibt so viele Mechanismen, es einfacher zu machen. Man kann summon, man kann diese Spirit Ashes nutzen. Man kann einfach ein Bild machen, der für den Gegner besser passt. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so schwer tue. Es fühlt sich immer ein Stück weit wie eine Niederlage an. Weil, stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr seid ein Superheld. Nehmt irgendeinen Marvel-Helden meinetwegen. So. Und der Held ist doch deswegen so krass, weil alles, was ihm entgegengeworfen wird von Seiten der Bösen, kann er besiegen und bekämpfen. Wenn jetzt jeder Bösewicht, wenn der Held den Bösewicht sieht und sagt, ja, der ist deutlich stärker als ich, ich verändere einfach mal alles, was mich auszeichnet. Ich brande mich komplett neu. Alle Merchandise-Artikel, alle Actionfiguren, alle T-Shirt-Aufdrucke, alle Kinderranzen mit meinem Gesicht drauf, all das gehört in den Müll, weil ich skille mich jetzt um. Ich ziehe mir ein anderes Kostüm an, mit anderen Fähigkeiten drauf. Batman ist nicht mehr Batman, sondern Batman merkt, fuck, mit meinen Batman-Waffen kann ich gegen den nicht bestehen. Ich bin jetzt a Priest of the Lonely Sun und habe so ein knallgelbes Latex-Kostüm an, weil der Gegner gelb nicht so gerne mag und dann besiege ich ihn als der Gelbling. Dann ist er halt nicht mehr Batman. So. Weil Batman ist Batman, weil sich der Gegner Batman unterordnen muss. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mich umskille, dann ordne ich mich Radan unter und dann ist das schon der erste Sieg, den er hat. Ja, ist das so. Das geht nicht. Ich muss ich bleiben. Ich muss ich bleiben. Und ihn einfach fertig machen, die Sau. Ich esse jetzt hier nochmal so eine Gewürzmischung. Und dann schmeiße ich nochmal so einen Runenbogen rein. Und jetzt kann Radan ja mal zusehen, was das alles für Auswirkungen hat. Nach hinten gerollt, wollte ich nicht. Oh, das war der falsche Move. Ich dachte ja noch den anderen Move. Scheiße. Anpassung ist der Weg des Überlebens, frag mal die Natur. Das ist keine Niederlage, sondern schlau. Ja, aber dann wäre ich vielleicht Smarty oder so. Dann wäre ich Superheld Smarty. Oder Darwin oder so. Aber das ist ja nicht mein Trademark. Mein Trademark ist ja nicht, dass ich besonders anpassungsfähig bin. Ich bin ja nicht hier, wie heißt denn diese Sittiche? Die Darwin entdeckt hat auf seiner Reise, da gibt es auch so eine Sittich-Sorte. Und da hat er gesehen, wow, Finken. Sittich-Finken. Diese Finken, die waren so anpassungsfähig, dass auf jedem Baum saß ein anders angepasster Finke.
auf dem Baum da links war so ein Blaufink, rechts war so ein Braunfink und der war ein bisschen größer, weil die Äste dicker waren und da hinten stand noch so ein Strauch, das waren so ganz kleine Finken, damit die durch die Dornen schlüpfen können und so. Ja, das war, da wäre ich der Finke. Das wäre mein Superhelden-Trademark, wäre dann der Finke. Darwins Finke. Aber will man das? Das war dumm, ich stand nämlich hinter ihm. Ich stand eigentlich schon besser positioniert. Okay, das war eine schnelle Rückhand. Warte mal. Das wird ein langer Kampf. Unter 6 Stunden geht das nicht, sagt Averin Bakur. Averin Bakur klingt aber auch wie ein, nicht unbedingt wie ein Superheld, aber wie so ein ranghoher Mitarbeiter in der Superheldenagentur. Finde ich. So jemand, der versucht, diese ganzen überbegabten Egomanen zusammenzuhalten, wie so ein Hirte. Averin Bakur. Das ist ein geiler Name. Was wollte ich sagen? Ich esse jetzt hier wieder das und dann esse ich noch so einen Runenbogen. Wir haben ja noch 35 Runenbögen. Man kann die im Zweifel auch kaufen gehen, glaube ich, im Runenbogen-Geschäft. Das war wieder Quatsch mit Soße. Ich habe mich komplett gut geheilt. Nee, das sehe ich nicht ein. Das war ein Fettfinger gerade oder der Controller hat ein Problem oder so. Auch da wieder nicht getroffen. Gerade gesehen. Rudenbögen sind nicht unbegrenzt. Ja, ist mir egal. Ich schneider mir schon irgendwelche zurecht. Ich flieg zur Sonne und nehme mir so eine Käsereibe mit. Und dann ratzel ich da in der Sonne mit der Käsereibe und dann fallen da neue Rudenbögen runter und dann nehme ich mir die. Würdest du jetzt schon sagen, das ist der schwierigste Boss mit Malenia? Im ganzen Spiel? Es gab einige schwierige Bosse. Um ehrlich zu sein, ist es auch immer eine Frage, wie man da hinkommt. Zu welchem Zeitpunkt man die macht. Ob man zufälligerweise eine perfekte Taktik hat und perfekte Waffen und Talismänner. Ich glaube, das macht schon eine Menge aus, wenn das Matchup günstig steht. Ich glaube, das ist eine sehr subjektive Frage, was der schwerste Boss ist. Das ist, glaube ich, für jeden ein bisschen anders. Ich frage mich das mittlerweile bei den Souls. Bossen immer mehr, ob das nicht auch programmiert ist im Spiel, dass der erste Try immer ziemlich gut ist. Das passiert doch etwas zu häufig bei verschiedenen Spielern. Ja! Ey! Grumpy Moloko. Exakt das frage ich mich nämlich auch. Mir geht's auch so, dass ich oft bei einem ersten Versuch, klar, da geht man auch total
unvorbelastet rein, man ist noch nicht gefrustet, man schaut einfach mal und macht. Und diese Unbedarftheit kann natürlich auch einfach dazu führen, dass man gut reinkommt in den Kampf. Aber das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass du beim ersten Versuch wesentlich besser bist als bei den 100 Versuchen, die danach kommen. Aber es ist vielleicht auch einfach eine Verschwörungstheorie. Das zum Beispiel, ne? Hab ich richtig unter aller Sau, dass er quasi jetzt in der Lage ist. Ja. Er macht da diesen Angriff, wo das Feuer so spratzt, und er macht unmittelbar danach die nächste Combo. Und das finde ich ehrlich gesagt relativ uncool von dem Typen. Tja, machen wir uns nochmal Gedanken bezüglich des Builds. Oder belassen wir es jetzt einfach dabei. Holen wir uns auch nochmal das Schwert. Das Schild. Ja, hab ich einen abgeklickt. Das hat nicht geklappt, leider. Hilfe! Oh, ich bin einfach mal komplett abbekommen. Ah, fuck! Ja, das ist der Tod. Ist immer das Gleiche, dann roll ich rückwärts. Das ist reine Konzentrationssache. Ich bin gerade wirklich in so einem Loser-Modus. Mein Gehirn ist in einem Loser-Modus. Ich spüre das richtig. Wo sehen Sie bei diesem Boss die größten Hindernisse? Nun, man muss ganz klar sagen, dieser Boss hat einen gewissen Größenvorteil. Er hat einen gewissen Vorteil, was seine Kombodichte angeht. Er hat einen bis zum Bersten gefüllten Ausdauerbalken, der offensichtlich überhaupt nicht abnimmt. Er hat durchaus den Vorteil, dass er überhaupt gar keinen Schaden zu nehmen scheint. Es sei denn, man haut ihn 18 Mal und nimmt ein bisschen Blutungsschaden. Er spammt Angriffe ohne Ende. Er hat Gravitationskraft, er hat heiligen Flächenschaden, er kann irgendwelche Spratzblitze schleudern, er hat auf seinem Rücken eine weitere ausgezeichnete Kämpferin sitzen, die ihm auch noch zusäuselt, was er zu tun hat, und hat eigentlich überhaupt gar keine Schwäche in irgendeiner Form, war schon mal tot, ich habe ihn schon mal besiegt, aber er ist von den Toten auferstanden, sodass offensichtlich ihm das auch überhaupt nichts ausgemacht hat. Also klar, ich denke, das ist ein Duell auf Augenhöhe, ganz klar. Let's go. Wir hauen ihn jetzt weg. Super entspannt. Komm her, Radan. Okay, das ist neu. Boah, der ist immer super schnell. Ich hätte mich heilen müssen, war eine dumme Idee. Ah, dumm. Das war richtig kacke, ja. Okay, das ist mies. Wenn ich an ihm dran stehe, dann diese Gravitationsattacke zu machen, da habe ich ja gar keine Zeit wegzukommen.
Radan und Mikella sind Halbbrüder, ja. Aber wisst ihr was? Das Gute ist, das, was ich ihm entgegenzusetzen habe, ist halt Beharrlichkeit. Stupide Beharrlichkeit. Das kann er nicht kontern. Stupide Beharrlichkeit. Egal wie oft ich anrenne, also eines Tages sind eine Million Affen mit 1 Million Schreibmaschinen. Irgendwann werden die halt zwangsläufig. Da habe ich nochmal. Oh, ja, das ist der Punkt. Da werden die halt einen guten Roman schreiben. Und so ist es mit mir auch. Ich muss nur oft genug anrennen. Ah ja, danke schön. Sehr glücklich, diese Attacke wieder. Danke, vielen Dank. Ja. Alles klar. Kann ich nicht mehr aufstehen. Mikella will seinen Halbbruder heiraten. Das ist weird, oder? Ist das wirklich so? Ist das nicht ein bisschen weird? Aber ich meine, nichts, was bei Game of Thrones nicht Standardprogramm wäre. Die heiraten sich immer untereinander, die Targaryens. Noch einen kleinen Runenbogen. Ich mach das jetzt, ich soll das nicht zu sehr mit dem Runenbögen strapazieren, weil ich habe so wenige. Und ich bin eigentlich noch viel zu schlecht, um die alle zu nutzen. Ich muss ein bisschen mehr lernen. Okay, es ist einfach komplett stupide und dumm und nicht, einfach nicht gut. Was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwie in ein anderes Mindset reinkommen. Vielleicht mal was Neues probieren einfach. Nils, könntest du bitte jetzt gewinnen? Fragt Just the Doom Guy. Okay, alles klar. Gar kein Problem. Mach jetzt mal ohne Runenbogen. Muss erstmal ein bisschen Qualität. Bin nicht wieder dein Gravitations-Aal. Wie der mir, dass der mir gerade abgezogen hat, ne? Ich wollte mich eigentlich heilen. Das war kompletter Wahnsinn gerade. Timing. Oh Mann, schlechtes Timing. Ist einfach, ja, ist einfach auch schlecht. Ist einfach nicht gut genug. Es liegt einfach zu 100% an mir. Ach Mensch, das, ja, nee, ich habe, ja, ich habe versprochen, aber ich habe nicht gesagt, wann. Ich habe nicht gesagt, wann ich das Versprechen einlöse. Ich habe nur gesagt, dass es irgendwann passiert. Aber nicht wann. Was war das denn? Komplett irgendwas versucht. Es ist einfach zum Kotzen. Ich habe
richtig die Nase voll gerade. Ich muss mal, glaube ich, gleich irgendwie Frogger spielen und über die Straße hüpfen oder sowas. Ein bisschen. Der letzte Schlag wieder, oder der vorletzte, ne? Also. Jenny, vielen Dank. Jetzt geht's erst richtig los. Das war bislang noch gar nichts. Leider. Ja, das war der eine Fehler. Ich habe gedacht, er macht sein Gravitationsding, bin panisch nach hinten gesprungen und dann hat er aber seinen Bauchklatscher gemacht und dann war ich leider in dem Moment nicht mehr in der Lage auszuweichen und dann ging es bergab. Es ist manchmal ein Fehler, der einen komplett rausbringt. Aber ich bin jetzt, ich habe mein paar ein, zwei Schalter im Cockpit oben umgeschaltet. Kopfsache, Leute, ich sag's euch. Eine Kopfsache. Wir laufen weg. Was soll der Dreck? Radan kommt hinterher gehackt. Lalalala. Lalalala. So, Radan. Alter, was ist das? So, also, ist gerade in meinem Kopf was passiert. Ich habe da, ihr müsst euch meinen Kopf vorstellen, wie so ein altes, wie so eine Raumkapsel. So aus Sowjetzeiten noch. Die dann so ganz viele so Kippschalter hat. Kipp, kipp. So hunderte oben Kippschalter überall. Die ganze Wand ist damit vertäfelt. Und da gibt es so ein paar Knöpfe vielleicht noch. Einige leuchten vielleicht. Das sind so die fancy Knöpfe. Die haben dann schon so eine kleine Lampe. Und da muss ich halt echt gucken, dass ich. Ich habe die Gebrauchsanleitung verloren. Ich weiß nicht mehr genau, was die Schalter machen, wenn ich sie umlege.
Aber ich habe jetzt ein, zwei Schalter umgelegt und bin jetzt guter Dinge. So, also das ist schon mal okay. Heilen gerade. Ja. Das war nicht so gut. Was ich gesagt hatte mit Schalter, ich glaube, ich habe aus Versehen, bin ich wieder an einen falschen Schalter gekommen. Die Träne für einen Hit ist relativ. Nimm die Opaline, was? Ich weiß gar nicht genau, was ich gerade drin habe, ehrlich gesagt. Ich guck noch mal rein, aber ich meine, was habe ich denn? Ah, guck mal hier, die Ausdauerregeneration habe ich drin und verringert den erlittenen Schaden. Ich weiß ich gar nicht, ob ich jetzt irgendwas Großartiges habe, was besser ist als das. Maximale LP. Regeneriert Hälfte der Gesamt-LP. Warte, musst du sie im Kampf nehmen? Das ist natürlich auch wieder blöd. Also, ich habe jetzt auch nichts, was meine Blutangriffe in irgendeiner Form verbessert. Die haben wir schon drin. Cracked Blood Tier, die habe ich glaube ich gar nicht. Ne, habe ich nicht. Gibt die mir noch einen Bonus auf die... auf den Blutschaden, den ich mache? Wäre natürlich geil, aber dies ist die, die ich nicht habe. Ne? Habe ich nicht. Also. Ja, also das Großschwert ist immer noch eine Option. Wir haben ein schönes. Ich habe nur plus 11 heilige Tränen. Es gibt im Hauptspiel noch 12. Ja, ich weiß. Ich habe noch nicht, ich habe da eine verpasst. Sie holen, ja, das können wir auch noch machen. So, komm her jetzt. Warum hat der mich erwischt? Wo kommt jetzt sein Gravitationslimit oder was macht er jetzt? Wehe, du machst. Okay, und was ist da passiert gerade? Der schlechtmöglichste Zeitpunkt gewesen für diese. Das war so mies. Ich stehe 3 Meter vor ihm, richte mich gerade auf und er macht diesen Gravitationspull. Das war gerade gemein. Das war wirklich gemein. Fand ich nicht in Ordnung. Aber egal.
Ich habe jetzt einen Zustand, einen mentalen Zustand, in dem ich okay bin. Was jetzt? Nein! Oh, das nervt mich so hart. Zu früh. Angstrolle. Dumm. Das war ein gutes Opening eigentlich. Ah, das war die eine Angstrolle in dieser Fünfer-Kombo. Bei der vierte Schlag, ich glaube, es ist ein Fünfer-Kombo, zack, 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 zack. Und dieser vorletzte vor dem Erdwühler, da hat er halt einfach so 21, 21, auf die Uhr gucken und dann irgendwann haut er erst. Und das ist ganz bewusst von denen gemacht, weil nachdem man schon viermal gerollt ist oder dreimal, ist man natürlich drauf aus, den nächsten auch noch zu machen. Da muss man einfach die Ruhe bewahren. Sich nicht locken lassen. Nein, ich habe ihn eigentlich schon in Phase 2. Das war dumm. Kelet, rechter oberer Teil der Map. Unter der langen Brücke wird ein Baum auf der Map angezeigt. Geh da hin und hau den Wurzelmann. Sagt Fritz. Du brauchst heilige Leber. Der gibt dir die Träne für All Damage Negation. Ach, echt? Unterhalb der langen Brücke. Hier oder was? Oder dieser Baum hier? Du meinst wahrscheinlich den Baum. Komme ich über diesen... Wenn ich da reinkomme. Manchmal sind diese Höhleneingänge ja auf einer anderen Ebene, wenn da eine Klippe ist oder so. Möglicherweise muss ich den Umweg machen. Wieso gibt es immer noch Sachen, die ich im Hauptspiel nicht gemacht habe? Das ist sehr... seltsam. Ich dachte, ich wäre sehr gründlich gewesen. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Eingang? Okay. Oh fuck. Der haut schon ab. So. Andere Ebene, oder? Ja, der ist da oben. Ich hab's geahnt. Okay, hier komme ich nicht easy rauf. Okay, falscher. Oder komme ich da links? Da sind Stufen, aber die kann ich nehmen. Okay, das ist ein falscher. Ich hab's geahnt.
Das ist, dann muss ich dann wahrscheinlich den hier nehmen vielleicht. Ah, da kommt man sogar hin? Okay. So, wo ist der da oben? Der Baumwert? Ist das da? Nee, warte mal. Hier in diese Richtung. So, wie kann das denn sein, dass ich da noch hab jemanden leben lassen? Das ist mir gar nicht ähnlich. An diesem niederen Erdenbaum. Was ist denn hier der Knarz, Otto? Zwei Flache. Der Blüten kann, ne? Witz ist, ich werde wahrscheinlich jetzt bei dem sterben, weil ich komplett ungeduldig bin. Weil ich es überhaupt nicht einsehe, nachdem ich jetzt gerade gegen den Endboss im DLC spiele, dass ich mir gegen den noch irgendeine Form von Mühe machen soll. Dann werde ich wahrscheinlich diese Arroganz komplett bezahlen. Ich hab's doch gesagt. Vielleicht auch nicht die richtige Waffe gegen den Baum. Da sollte man vielleicht ein Feuerschwert nehmen oder so. Das ist das Post-Boss-Syndrom. Das ist leider weit verbreitet. Ich glaube, ein Feuer. Ich nehme jetzt das Feuerschwert. Man hat natürlich überhaupt kein Bild dafür. Dinger. Ah, die sind nervig. Jetzt kann ich den irgendwie staggern, oder? Ich weiß auch nicht wie. Ja. So. Jetzt will ich das haben. Da, Opa. Lene, verhärtete Träne. Gesprungene Steinschalter. Okay, siehst du wohl. Das hatten wir noch nicht. Das ist ja interessant. Ja gut. Das ist schon mal gut. Dann haben wir was Neues. Ich habe diverse Sachen nämlich nicht. Aber nehmen wir die. Und dann gehen wir zurück. Warte mal, wo muss ich eigentlich nochmal hin? Warte, jetzt bin ich komplett verwirrt. Warte, wo ich hier oben, wo war ich da? Wo war ich denn noch? Hier. Nee, da. Nee, warte, der muss das sein. Nee, der ist das nicht. Spiralturm. Doch, das ist auch der hier, oder? Ja, das muss auch der hier sein. Aber da ist das Ding. Nee, das Ding war da nicht. Dann ist es das hier. Göttliches Portal. Das ist bestimmt das. Hol die Talisman hochholen, wenn du den noch nicht hast. So, was fehlt noch? Die Braid im Dorf. Also erstmal machen wir diese Arzneimischung und nehmen jetzt mal hier unsere neue
erhöht alle Schadensresistenzen. So. Okay. Dann ändern wir nochmal das Schwert. Der ist so schnell. Den kann ich auch vergessen. Das macht ja selber heiligen Schaden. Ja, mal gucken, was das jetzt bringt. Das reicht, ne? First try. First try. Mann! Mal, dass der erste nicht trifft, ist natürlich komplett lame. Das ist gefährlich. Oh Mann. Tja, 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 tja. Er ist einfach sehr lame boy. Mann, ich bin auch weggelaufen, als man kann das nicht. Also ich kann es zumindest nicht, sagen wir es mal so. Alter Schwede. Mm.
guck mal, die habe ich auch noch gehabt. Tatsächlich auch noch gar nicht benutzt. Heilige Lege war es auch eine ganz gute Idee. Die den Blitzschaden. Mindert, diese hier. Ne, das ist. Ja, doch, warte mal, Heiligenschaden, logischerweise, ja. Die hier. Kann ich die bauen? Das muss die beste sein, oder? Die eingelegte Leber muss die beste sein. Aber das dauert halt auch, bis man die dann... Ist nicht so leicht. Gemacht habe, aber wie habe ich denn gerade das Ding dann? Keine Ahnung. Irgendwie habe ich den gekontert. Frag mich nicht, wie das funktioniert hat. Irgendwie. Die Defense-Buffs sind multiplikativ, du kannst nicht auf 100% kommen. Wie habe ich das gemacht? Ich bin irgendwie gesprungen und dann hat er den... Ist er umgeschwenkt auf irgendeine andere Art? Der Kombi. Ich weiß nicht, was das, was ich da gemacht habe. Irgendwie bin ich gesprungen. Ich stehe direkt vor ihm. Da habe ich das wieder gemacht, aber ich weiß nicht mehr. Ja, okay, das ist das Ende. Ich kriege ihn in die zweite Phase. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt drei Angriffe spamme, kriege ich ihn in Phase 2. Natürlich Quatsch. Das war natürlich Quatsch. Denn noch so? Feuer habe ich, habe noch einen Frost. Das ist genau das Großschwert, habe ich auch mal als Frost. Ich weiß halt nicht, gegen was er. Also, er nimmt ja Blutungsschaden und das Schwert ist relativ schnell, sodass man
in einem Schlagfenster durchaus auch zwei Attacken reinkriegt. Diese Großschwerter sind natürlich sehr langsam, da kriege ich maximal eine Attacke rein. Und ich kenne seine Resistenzen nicht, also ich würde jetzt nicht nochmal experimentieren. Da wieder springen müssen in irgendeiner Form, ich weiß es nicht. Ja, wieder Timing weg. Ja, fuck you. Das wusste ich mit Ansage, das Timing war weg. Aber Eis und Blut kombiniert, das habe ich auch schon mal gemacht gegen hier gegen einen von den anderen Durstbuddeln. Wie hieß der noch? War das Mikella? Ich weiß es nicht mehr. Gegen irgendwen habe ich das mal probiert. Relana? Genau, Relana war das, ne? Die hatte ich Eis und Blut kombiniert. Das war schon nice. Wie gerate ich denn da rein? Ah, dumm. Oh, dumm. Ah. Mann! Das ist so Quatsch, dass ich da so reingerate. No, no, don't eat me. A thousand year voyage guided by compassion. Nee. Oh, das ist wieder so ein Scheiß. Oh, das ist gemein, ey.
Alter. Bengio, vielen Dank. Captain Nizzo, vielen Dank. Aber die Leber ist gut. Die Leber hilft sehr krass gegen diese Holy Damage am Ende. Boah, ist das nervig. Völlig lächerlich. Mann, dass ich den immer abkriege, das nervt mich hart. Oh, das war scheiße. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber es hat geklappt. Ich werde jetzt einfach beim letzten Mal springen. Mann! Das ist so krass. Einfach in Ruhe. Der macht einfach nur Action. Also der Typ hört ja überhaupt nicht auf. Der steht überhaupt nicht still, der Typ. Und ich kann ja kaum Schläge anbringen in der Zeit. Und
Ich muss mich dann immer entscheiden, wenn ich mal eine Sekunde habe, muss ich mich entscheiden zwischen heilen und schlagen. Und da ich dann jedes Mal, weil der einfach seine Attacken spammt und die auch diese Area of Effect Damage machen, das ist ja super schwierig, da ohne Damage zu nehmen rauszukommen. Ich muss aber ohne Damage zu nehmen rauskommen, um überhaupt einen Schlag ansetzen zu können, weil sonst muss ich mich fürs Heilen entscheiden. Aber wenn ich mich nicht heile, dann bin ich halt bei der nächsten Attacke dann down. Also ich habe ihm ja auch kaum Schaden gemacht, ne? Also es ist halt, und ich frage mich halt, okay, selbst wenn ich ihm Schaden mache, man muss ja so lange fehlerfrei spielen. Er hat so viele verschiedene Attacken. Die kann man eigentlich diese, die kann man nicht stacken, ne? Diese Talismänner, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen warte mal, ich wäre nicht Blitz, ich wäre Holy. Aha. Ah, die sind jetzt ausgegraut. Ah, ist gleich, dachte man kann. Es wäre sehr lustig, wenn man sich die einfach alle anlegen könnte. So vier Anti-Holy Talismänner. Und dann macht man, bekommt man einfach null Schaden. Problem ist, dass in Phase 2 alle Status-Build-Ups resetten und die Resistenzen nochmal extrem hochgehen. Das wird noch ein Weilchen dauern, glaube ich. Ich überlege ernsthaft, ob ich mal ein Schild nehmen soll. Mal umspecken, ein bisschen mehr auf Stärke setzen. Und dann den Schild nehmen. Und dann irgendeinen Speer oder sowas. War das mit Batman, ja. Oh, Mann. Sprengwurst, vielen lieben Dank. Boah, ey. Was ein alter Weirdo das ist. Dadurch gar nicht schlecht. Hast du My Lady? Der Stich L2 ist auch schneller. Guter Bleed Punisher. My Lady? Weiß ich gar nicht. Habe ich My Lady? Das ist nicht das, ne? Tanzende Klinge ist Ranas, ne?
Ne, müsste ja wahrscheinlich dann auch hier sein, ne? Das Schwert der Nacht. Ilanas Klingen habe ich. Aber, ne. Das ist ein leichtes Großschwert. Ist das so viel? Von 70 auf 73, ist das so erstrebenswert viel? Das lohnt nicht, oder? Ah, lustig. Olaf sagt, das ist mehr als man denkt, wegen der komplizierten Berechnung. Olaf sagt, es könnte sich lohnen. Erdbeerklumpen sagt nein. Es gibt eine Incantation, die deine Heiligresistenz dramatisch erhöht. Ja, ich müsste halt dafür die Schildkröte rausnehmen, ne? Ich finde, die Ausdauerregeneration ist halt massiv wichtig, weil ich nur am Rollen bin. Und gerade in der zweiten Phase habe ich das Gefühl, ich bin nur am Rollen, weil ich gar nicht weiß, von wo der Schaden kommt. Und ja, komm, wir nehmen mal die Kröte raus und probieren mal. Jetzt habe ich wieder Delay. Oh, guck mal, jetzt habe ich wieder Delay. Jetzt geht's wieder. Manchmal ist da ein Delay dran. Das ist echt komisch mit diesem. Ich weiß nicht, ob es am Pad liegt. Ich glaube, ich kann keine von diesen köstlichen Lebern mehr herstellen. Was fehlt mir denn dafür? Bestienleber. Und die Skorpionleber. Ach. Eigentlich würde ich natürlich lieber meine Flasche auch in der zweiten Phase nutzen. Das Problem ist, ich habe keine Zeit, um in der zweiten Phase irgendetwas zu machen. Ich kann ganz am Anfang diese Leber nehmen halt. Davon habe ich jetzt aber auch nur noch 4 und dann ist der Spaß auch vorbei. Das heißt, ich habe noch 4 Tries dafür. Und dann müsste ich farmen gehen. Ich weiß nicht, ob man die Sachen irgendwo kaufen kann. Und dann ist da auch diese geile Leber weg. Die ist halt wirklich gut. Und ansonsten keine Ahnung. Vor jedem Kampf eine Krabbe zu nehmen. Wenn er hochfliegt, ist etwas Zeit, ja. Ohne alles da jetzt rein. Fuck, das ist dumm. Ja, da bin ich komplett leider. Macht er wieder seinen Gravitationsscheiß, oder? Wehe. Das ist einfach ein Mist, ist das, ey. Mann, wieso erwischt mich das? Einfach.
Ich weiß nicht, wann der. Ich weiß nicht, wann der richtige Moment ist, an dem ich rollen muss bei diesem Gravity Pull. Ich weiß, und man hat auch nicht die Zeit, das einzustudieren. Weil das einfach Zufall ist. Der kommt, man weiß nicht, wann der kommt. Wann ist der richtige Moment für den Gravity Pull zu rollen? Denk an deine Asche. Ja, das habe ich eben nämlich überhaupt nicht gemacht. Rollen, bevor er die Schwerter hochhebt beim Gravity Pull. Bevor er die Schwerter hochhebt. Sobald du siehst, er macht ihn rollen. Gravity zweimal rollen. Einmal rein und einmal, wenn er hochsteigt. Einmal rein und einmal, wenn er hochsteigt. Bevor er aufstampft. V mit den Schwertern und sie blitzen lila, dann schnell drücken. Dann rollst du in dem Moment, wo er dich ranzieht. Sieh mal, okay. Also, wir machen mal einen kleinen YouTube-Cut hier. Wir sind seit 2,5 Stunden dabei. Kleinen YouTube-Cut. Das ist Radahn. Radahn ist eine harte Nuss. Ich muss mal ein bisschen drüber nachdenken. Also, es ist ganz vieles einfach Kopfsache. Man darf nicht so frustriert sein, dass man aufhört, sich die Bewegungspatterns anzueignen. Ich finde auch gerade in der ersten Phase ist es eigentlich schon relativ klar, man muss halt eigentlich auf alles eine Antwort haben und dann kommt man, wenn man es vernünftig macht und konzentriert bleibt, auch jedes Mal in Phase 2. Aber konzentriert bleiben ist der Clou. So, wir machen mal kurze YouTube-Pause. Leute, nächstes Mal liegt da, ist gar kein Problem.